Dann kommen wir zum Thema Lilian Egloff. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und es gibt Neuigkeiten zu diesem Thema. Letzte Woche ging es ja noch darum, dass der VfB ja noch keinen neuen Vertrag mit Lilian Egloff aushandeln konnte. Jetzt heißt es, dass es ja dann doch kurz davor sei, dass Lilian Egloff einen neuen Vertrag beim VfB unterschreibt. Man müsse nur noch an Details feilen, sind die Insider-Informationen, die nicht wir haben, sondern ich glaube die Stuttgarter Zeitung. Laufzeit des neuen Vertrags soll bis 2024 sein und das wäre natürlich ein großer Erfolg des VfB Stuttgart, wenn man so ein hochgehandeltes Talent behalten könnte. Neben Gladbach sind unter anderem auch Schalke, Leipzig und diverse andere Vereine an Lilian Egloff dran. Also da gibt es mit Sicherheit viele, viele Interessenten. Und ich würde es wirklich abfeiern, wenn der VfB es schaffen könnte, Lilian Egloff eben bis 2024 zu verpflichten. Ich kann es aber überhaupt nicht einschätzen, wie groß die Chancen sind, dass der VfB Egloff jetzt hier halten kann. Ich bin da noch ein bisschen nervös, möchte ich mal sagen. Also. Ja, und aber auch andererseits sind ja auch Verträge, ja, haben halt eine gewisse Laufzeit, aber was dann in Verträgen drinsteht, dann eventuell sogar mit, weiß ich nicht, Ausstiegsklauseln oder auch sonst was, aber ist ja eigentlich dann auch egal, ne? Genauso wie jetzt bei Materazzo, ob der jetzt eine Vertragsverlängerung bis 2023 oder bis 2030 hat, also angenommen, der VfB steigt auf unter ihm und er verliert die ersten 7 Saisonspiele, dann ist er halt Geschichte. Also dann ist eigentlich die Vertragslaufzeit eigentlich nur der Indikator dafür, wie viel Abfindung der VfB zahlen muss. Insofern sind lange Vertragslaufzeiten super, aber wenn halt irgendjemand kommt und er will diesen Spieler oder diesen Trainer unbedingt haben oder der Erfolg fehlt, dann weiß man ja auch, was so ein Vertrag wert ist. Kurze Frage, kann man das Thema Materazzo und die Vertragsverlängerung, Sebastian, du weißt, was ich meine, kann man das ansprechen, dieses Thema? Oder? Ja, ich glaube eher noch nicht. Okay, dann lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, wir lassen es mal so stehen. Tja, dann hören wir doch einfach mal, was Pellegrino Materazzo zu Lilian Egloff zu sagen hat und ob er vielleicht ein bisschen mehr Optimismus verbreiten kann in Sachen Vertragsverlängerung für Lee Egloff. Hey, ich gehe davon aus, dass er länger bleibt bei uns. Gehe ich schon davon aus. Für mich gehört er seit dem Winter auch fest zum Trainingskader dazu, fix zum Team dazu. Und habe ich nicht anderes gehört, nur medial, aber vom Spieler selbst. Habe ich schon das Gefühl, dass er hier in Stuttgart bleiben möchte und fühlt sich wohl, fühlt sich wertgeschätzt und sehe auch eine tolle Zukunft bei ihm. Ja, also Pellegrino Materazzo sagt im Endeffekt genau das, was man sagt, um so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen, aber wirklich überzeugend klang das jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das klingt so, ja. Du sag mal was zum Egloff, dann sagt der Materazzo, wer ist denn das? Ja, dieser mit den dunklen Haaren, der aus der U19. Oh Gott, okay, kein Problem. Ja. Also so klingt das ein bisschen, oder? Ja, wirkt etwas distanziert, das stimmt schon. Aber das ist, glaube ich, einfach seine Art. Also natürlich, er ist jetzt nicht irgendwie vor Emotionen überbordend, also immer sehr nüchtern und so weiter. Aber ja, wenn man halt so ein Statement hört und die Fans machen sich halt irgendwie ihre Sorgen und Gedanken, bleibt das größte Talent, das vermeintlich größte Talent des VfB Stuttgart, dann hörst du halt so ein Statement. Das ist halt eben ein bisschen komisch. Man möchte halt irgendwie die Begeisterung über diesen jungen Spieler in seinen Augen und in seinen Aussagen spüren. Ja, ja. Und das ist halt absolut nicht der Fall bei Materazzo. Aber wie gesagt, das liegt, glaube ich, an seiner Art.